Was ist das hier? Verteidigen oder was? Verteidigen plus irgendwas anderes noch. Da bei B. Da kannst du was noch holen. Okay. Ein Waffenteil, glaube ich, oder sowas? Ja, Waffenteil war's. Ja, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wieso haut die gegen das Haus? Die klopft was aus. So, ich markiere mal wieder ein bisschen mit dem Fernglas. Ich finde das interessant, wenn du mit dem Fernglas markierst und wirst so, hast so ein, dass du irgendwo gleich entdeckt wirst, dann gehst du automatisch aus dem Fernglas raus. Mit der Drohne hast du das nicht. Komischerweise. Einer ist noch im Haus. Alter, was ist das? Wo, in was für einen dichten Dschungel gehst du denn da gerade rein? Alter! Hier kannst ja keine 2 Meter... Alter! Entschuldigung, dass ich die ganze Zeit Alter sage, aber hier kannst du ja... Kannst du noch nicht mal bis zur Nasenspitze schauen. Alter, was ist das hier? Weißt du, warum kann man sich hier nicht verstecken? Der Computer sieht dich immer in diesem Plattwerk. Wenn man sich hier drin verstecken könnte, wäre so geil. Ja. Der müsste einen Instant verlieren. Sobald du weg bist, bist du weg, Alter. Bist du Instant zum Predator. Brauchst du kein Camouflage. So. Im Haus ist noch einer. Irgendwo hier im Haus ist noch einer. Sag mal Bescheid, falls du entdeckt wirst, dann kann ich rechtzeitig aus dem Ding hier raus und dir helfen. Das Sammelobjekt ist ein Add-on für eine Waffe. Scharfschütze auf dem Balkon. Einen kriege ich nicht, der ist im Haus. Die haben meine Drohne ein bisschen gehört, ist aber sonst nichts los. Gewehrschuss. Hast du geschossen? Nein, aber die Rebellen. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Wow! Das war ein Fehler. Hüpfe ich über den Zaun, Alter? Sehen mich alle. Scheiße, da kommt ein Auto. Parkt genau bei mir. Fährt jetzt zu dir. Wow! Ey, synchron gestorben. Ich wollte gerade eine Granate schmeißen, haben sie mich in der Animation des Werfens weggeknallt. Ey, wie, ich habe eine Verstärkung angefordert. Wo bleibt die denn? Ist sie schon wieder... Pass auf, wir haben wieder letztes Mal zu den Stau verursacht haben, sind sie da hängen geblieben. Wahrscheinlich. Oh, Mann, ey. So, sonst kommen sie von den Bergen runter. Ja. Und jetzt bleiben sie im Stau hängen. Ja, jetzt bleiben sie im Stau hängen. Oder vielleicht haben sie auch so einen Kampfhubschrauber und haben die Steuerung nicht rausbekommen. Oh, ja, weißt du, was ich gerade sehe? Wir sind beide 43. Du hast mich eingeholt. Ich doch gar nicht. Hast du vielleicht vergessen zu schalten? Also freizuschalten? Nö, nö. Ist alles an. Mein nächsten okay. Level, 43, ich bin jetzt bei 2952. Direkt neben dir ist einer. Ziel Nummer 2 da. So. Das Kreuz liegt auf der Seite, okay. Hab ich nicht gesehen. Über Kopf schon ewig, aber auf der Seite noch nie. Ziel Nummer 3. Oh fuck, Rebellen. Fahr weiter. Nein, steigen sie aus.
Noch nicht entdeckt. Okay, einer von uns beiden wird gejagt. Ja, alles klar, danke schön. Ich weiß nicht, wo du hergespawnt bist, aber. Setze Drohne ein. Ich glaube, die Desynchronisierung fängt wieder an von diesem Spiel. Obwohl, wir spielen über eine Stunde schon wieder. Ja, es könnte soweit sein. Was hast du denn hier oben gesehen, dass du dich so weit. Oder wolltest du nur die Typen erschlagen? Ich wollte den Typen also schießen, aber auf einmal spawnte der vor mir und dann drückt tot. Hier vorne bei der Munitionskiste. Da ist noch eine Ressource. Eine Apotheke, okay. Wir machen hier schon wieder Party ohne uns, oder? Natürlich müssen die Rebellen mit angehen. Das, was mich so ärgert, dass die mit einer Akimbo Mac-10 genauso genau sind, wie mit, als hätte die gar keinen Rückstoß. Und als wenn das so eine übelste Sniper wäre. Eine Vollautomatik-Sniper, weißt du? Das nervt mich so ab bei dem Spiel. Wow. Da ist ein Sniper in der Hütte. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Ich geh mal rein. Jo. Ziel eliminiert. Ja, der andere ist hier im Container. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ein blöder Kimbo Johnny schon wieder. Ich habe nur noch eine Ressource auf der Karte. Hast du noch was? Entfernungsmesser. Die eine Ressource. Ah, guck mal, ein Entfernungsmesser für ein Scharfschützengewehr, das ist ja geil. Eine blöde Ressource. Da war noch eins. Nimmst du das noch mit? Okay. Ja, ich suche es gerade mal. Ich glaube hier oben. Dann guck ich mal. Ich glaube, die können nur von vorne kommen, wenn wir hier verteidigen. Hoffen wir mal, dass sie nur von vorne kommen. Ach, da ist das Problem ist, mit dem wir haben keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten. Man kann auch nicht aufs Dach. Hier kann man in ein Haus rein, das wäre aber eine Todesfalle. Nee, Bro. Das Einzige, wo wir uns verschanzen könnten, wäre hier oben auf dem Hügel. Das Problem ist nur, wenn die hinter uns spawnen, sind wir dran. Das ist nur Ruine, wo wir uns verteidigen können. Aber das Problem ist, da ist genau ein Haus dazwischen. Okay. Das Einzige, was man machen könnte, wäre, wenn einer einen Hubschrauber hat und sich oben aufs Dach legt. Nachteil ist, oben auf dem Dach hast du keine Deckung, wenn ein Hubschrauber ankommt. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Ohne Scheiß. Der Rebell ist so dämlich. Ist er reingefahren? Echt jetzt? Boah. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sagen muss, das nervt mich. Wenn die KI sowieso so strohdoof ist, warum kann die überhaupt als Verbündete die Scheiße auslösen? Jetzt hat er schon wieder einen in die Luft gejagt. Ja, ja. Drei hat er jetzt schon in die Luft gejagt. Ich habe nur zwei geknallt. Ich habe nur zwei gehört. So. Wann waren es wirklich drei dann? Dämlich. Wollen wir mal gucken, wo die herkommen? Ja, ja, müssen wir ja. Wir probieren es einfach. Oh, diesmal 2,40. Hier ist eine Treppe. Das Problem ist, ich habe hier keine Sicht. Das Haus ist so scheiße gestellt. Okay, das war auf jeden Fall ein Gegner. Das war auch noch wieder. Ich krieg Erfahrungspunkte. Hier oben kann man sich super hinlegen, Bro. So, Rebellen kommen jetzt. Ich laufe mit dem mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich gebe dir von hier oben Feuerschutz. Z
Zweibein wäre geil. Die sind ins Auto gestiegen, fahren mit dem Auto weg. Okay, Auto ist Schrott. Also, wenn die irgendwo sind, dann werden die vorne aufgehalten, wo die Rebellen sind. Alter, was hast denn du hier? Tatsächlich. Ja, gut. Oh, hinter uns. Die spawnen hinter uns, Bro. Ja. Ach, scheiße, genau das hatte ich befürchtet. Aber die Rebellen sind ja hier. Ja, aber das Problem ist, ich hoffe, sie verteidigen auch unser... Sie kommen genau aus dem Gebüsch. Fahrzeug fährt nicht weiter. Ist komischerweise stehen geblieben. Hoffentlich fährt... Sie sind ausgestiegen aus dem Fahrzeug. Da ist nochmal eine fette Truppe gespawnt. Jetzt kommt nochmal ein Fahrzeug. Bro, da kommt eine 12er-Truppe kommt. Fuck! Hinter dir. Vor oben auf dem Hügel. Das Auto ist Schrott. Alter, du stehst voll im Freien. Okay, danke. Jetzt bin ich platt. Versteck dich hinter dir, genau. Alter, die haben mich richtig misshandelt. Dieser Aufstandsschutz hat voll was gebracht. Okay, Explosion. Perfekt, Auto ist Schrott. Wo sind sie? Oben auf dem Hügel noch, okay. Hab indirektes Feuer angefordert. Achtung, da geht ein Mörser nieder, geht er nicht hoch. Genau da, wo du jetzt bist, genau. 8 Sekunden. Das war's. Das sollte die Rebellion anheizen. Der ist hinter dem Gebäude. Kommt jetzt hier runter. Hey, ich bin 42 geworden. Jo, ich jetzt auch. Echt, bei mir steht noch 43. Ah, jetzt hast du okay aktiviert. Hm. Nicht gerade was Schönes bekommen. Außer Erfahrungspunkte. Also, ich freue mich rüber, ne? Aber. Irgendwie. Nein, ich brauche noch 260 Punkte oder 253 Punkte brauche ich noch. Dann kann ich die letzte Schusswiderstand machen. Du, Alter, das hat voll was gebracht, wo du mir hochgeholfen hast, ne? Und ja. Allein hier um die Ecke zu rennen, das hat ja vielleicht ja. 2 oder 3 Sekunden. Alter, ich wurde durchsiebt. Und ich habe nicht einen Schaden bekommen durch diesen Schutz. Alter, ja. Das war richtig gut, was wir das Ding hatten. Die 5 Sekunden keinen Schaden erlitten, das hat sich echt bewährt gemacht. Da ist schon wieder ein Rebellengift geflogen. Ach ja, die sprengen sich alle selber. So, da vorne ist ein Hubschrauber. Kannst du schon mal auf der Karte gucken, ob du noch irgendwo wieder eine Sehenswürdigkeit hast? Jo. Oh, Unidad-Hubschrauber. Und ich sehe uns nicht. Warte mal, die Rebellen kommen gerade noch angelaufen. Der will noch einsteigen, oder? Nee, doch nicht. Schade, das wäre zu schön gewesen. Vor allem, wie schnell man einfach abhebt, Alter, als wenn man so einen Düsenjet hat. Ja. Zivilist getötet. Ich sag dir, gleich ist Mission wieder geschlagen, weil die anderen in unsere Minen reinfahren. Einfach raus aus dem Gebiet. Ja. Weißt du, was geil wäre? Wenn, oh, Alter, wie viele Rebellen da sind. Wenn das so bleiben würde und die Minen bleiben einfach und sie sind irgendwo in einem anderen Gebiet, schleichen uns übelst an auf einmal. Zivilist getötet, Mission fehlgeschlagen. Nein! Ja. So die schwerste Mission. Okay, ich sehe da eine Menge Leute. Geh mal raus. Wir sind nur aufgeschreckt. Mann, der hängt hinter so einem Stein, Alter. Ich krieg ihn nicht.
Ist mir gerade aufgefallen, dass ich ein Fadenkreuz habe. Bin immer schnell abgestattet. Oh, da ist noch einer. Oh, der hat mir gar keine orangene Wolke angezeigt. Hat er bei dir eine orangene Wolke angezeigt? Nö, nicht mehr. Interessant. Bei mir war auch keine mehr. Weil mal schießt da noch einer hinten raus. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Oh, kann ich gebrauchen. Alter, nur weil wir eine Waffenkiste aufgeben, gibt es 156 Erfahrungspunkte. Krass. Boah, wir fallen. Das sind jetzt nur noch zweimal Erkundungsorte und das war's. Und dann haben wir alle sammeln. Eine Kiste. Irgendwo muss eine Kingslayer-Akte noch sein. Das kann wahrscheinlich dort unten sein. In dem Haus. Das ist ja meistens so, bei irgendeinem Fragezeichen sind die immer mit. Ach hier, das ist doch. Oh, das sieht aber schön aus. Oh, das sieht sogar richtig schön aus. Da ist aber leider keine. Was soll denn das da sein? Doch, da ist sie. Ja, ich sehe sie. Mich interessiert, was da in der Mitte für ein komisches... Waren das nur Steine oder war das irgendeine Skulptur? Das sah ja nicht schlecht aus. Nein, nicht gleich. Jetzt. Sorry, der hatte mich gesehen. Der musste dran glauben. Kann man die Tür wegsprengen? Ja. Warte! Geh weg da! Okay, so viel zu leise. Kann man nicht. Der hat gerade die ganze Einrichtung weggeschmissen, der Typ da vorne. Da ist einer. Ach, ich wollte schon sagen. Der Tango ist hin. Hey, Scheiße! Der Radiotyp, Alter, ist wieder da. Hallo! Das ist ein fetter Stein. Oh, schöne Statue. Oh, mit Spiegel unten. Cool. Der ist hier bei mir. Du hast einen. Okay. Ja, geil, aber von innen mal wieder fui. Von außen hui, innen fui. Toll. Also, ganz ehrlich, ich bin ja mal enttäuscht. Von außen sieht das voll cool aus. Und hier kannst du ja voll vergessen. Was ist das denn? Die goldene Ikone. Ah ja, okay. Oh, haben wir nicht schon mal ein Bild? Achso, ein Bildchen da ist. Jetzt haben wir alles schon hier. Ja, dann können wir ja die restliche Mission machen. Damit wir unsere Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe nicht so eine Ahnung, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir Tier 1 erreicht haben. Nee, guck mal, hier sind sogar noch mehr Sammelobjekte. Hier ist auch noch, was ist denn hier, ein Fähigkeitspunkt? Ah nee, das ist ein anderes Gebiet. Ist aber andere Karte. Ja, sorry, das ist hier gerade ein bisschen eng, die. So eine kleine Landzunge ist das hier. Warte mal. Was ist das hier? Ist das ein Konvoi? Nee. Das ist ein Hubschrauber. Ach, das war das mit der, die wir verkackt hatten. Bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Oh, hier ist noch eine Zubehörkiste in dem Gebiet. Das, was wir fertig haben, aber nicht gemacht haben anscheinend. Wie sollen die sagen? Was pflanzt denn der hier an? So, steig ein. 9 Kilometer? Das ist aber auf jeden Fall ein anderes Gebiet. Ja, aber das haben wir schon gemacht gehabt. Nur da fehlt eine Zubehörkiste für uns noch. Interessant, okay. Das ist wirklich interessant. Weil eigentlich nehmen wir ja grundsätzlich diese Zubehördinger immer mit. Dass, wenn wir mal was vergessen, dann ist es ja mehr ein Fragezeichen oder so. Genau, habe ich auch gedacht. Aber hier steht auch Waffenkiste 2 von 2, Zubehörkiste 6 von 7. Also fehlt uns eine Zubehörkiste bei Bukhara. Hm. Oh, hier, das sieht ja gerade geil aus. Siehst du das? Links voll dunkel und wir fliegen genau mit in den Sonnenaufgang. Ja. Siehst du das? Genau. Ja, das sieht schon geil aus. Im Sonnenaufgang fliegen wir. Wie geil ist das denn? Sein auf den, wo wir fliegen, wird's hell. Wir sind die richtig hellen Jungs. So, wie kriegen wir jetzt den Hubschrauber da weg, ohne dass wir entdeckt werden?
Ich lande mal hier.